zur Post-Privacy noch mal kurz zu erzählen. Ich bin der Mr. Stief und Mr. Stief lebt Post-Privacy. Und normalerweise müssten jetzt eigentlich auch schon die ganzen Finger von euch hochgehen. Mr. Stief, Post-Privacy. Okay, wie ist denn eigentlich sein richtiger Name, wenn jemand also nicht seinen richtigen Namen benutzt? Macht er denn dann überhaupt Post-Privacy? Für mich ist das halt sozusagen sogar mein Synonym, unter dem ich halt im Internet sogar seit 5, 6, 7 Jahren auftrete. Und eigentlich ist das meine Identität im Internet. Und genau unter dieser Identität betreibe ich halt auch sozusagen Post-Privacy. Mein richtiger Name ist Stefan Lüschke, aber wenn ihr danach googelt im Internet, dann werdet ihr halt nichts finden. Deshalb sozusagen ist halt für mich Post-Privacy, Post-Privacy benutzen unter diesem Pseudonym. Also halt ich verstecke damit nichts, sondern ich will damit eigentlich eher über die Leute genau dahin führen, was ich mache. Genau, mein Leben in der Post-Privacy hat begonnen 1996. Ich habe damals als 16-Jähriger Online-Tagebuch geschrieben. Ich habe halt immer so reingeschrieben, hey, die Lehrerin ist scheiße, heute habe ich wieder mal geraucht, so gekifft, Alkohol getrunken und so. Und ich habe das halt so als ein Tagebuch benutzt, aber habe das halt online so geschrieben. Da habe ich auch schon den ersten großen Ärger bekommen. Da hat dann mein Direktor hat mich dann irgendwie mal gerufen und hat gemeint, hey, hier, das musst du löschen, du kannst jetzt hier nicht die ganzen Lehrerinnen halt beleidigen und so. Okay, aber ich war 16 Jahre, war halt noch, also halt noch ein bisschen unbedarft. Also mit dem Schreiben habe ich gemacht auch noch so die ersten Studienjahre bis 2002. Und dann, als es die ersten Handys gab mit so einer kleinen Kamera, habe ich angefangen sozusagen noch nicht mehr zu schreiben, sondern Fotos von meinem Leben zu machen und was ich halt so mache. Mittlerweile habe ich 20.000 Privatfotos öffentlich auf Flickr, wenn man das so nennen kann irgendwie. Dann habe ich auch noch einen Twitter, Facebook, Google Plus Account und ich habe sogar, also dank also meiner gelebten Post-Privacy, habe ich sogar meine Traumfrau kennengelernt. Also meine Traumfrau ist nämlich auch so eine Post-Privacy-Frau, das heißt, sie hat halt einen Blog, wo sie auch genau erzählt, wie gut es ihr gerade geht oder was gerade schlimm ist. Und sie hatte da gerade mal nicht so eine gute Phase und da habe ich ihr halt so geschrieben, hey, wie geht's dir gerade, geht's dir besser und so. Und genau darüber haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns erstmal so eine Woche lang beschnuppert, das heißt, jeder hat den Blog und die ganzen Bilder von dem anderen gelesen und konnte sich irgendwie so erstmal kennenlernen. Und dann haben wir uns getroffen und irgendwie war das dann halt relativ vertraut auch und mittlerweile, also nach einem halben Jahr kennenlernen, sind wir verheiratet glücklich und haben eine kleine süße Tochter, die übrigens auch einen Twitter-Account hat, aber darüber müssen wir, glaube ich, da nächstes Jahr mal auf der Spaghetti reden, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe, wie das ist mit Kindern und Post-Privacy. Meine letzte Aktion mit Post-Privacy, die war 2009 und da habe ich halt meine Live-Colocation auf stief.org gestellt. Und zwar gab es 2009 gab es die FSJ, ich weiß nicht, wer alles da war, das war halt gerade so diese heiße Phase, halt sozusagen, da ging es halt um die Vorratsdatenspeicherung. Und da bin ich mit so einem Schild rumgelaufen, ich mache meine Vorratsdatenspeicherung lieber selbst. Und ich habe halt auf dieser Seite stief.org, zeige ich halt meine Location an und halt auch meine ganzen Flickr-Bilder, wo ich sie halt hochgeladen habe. Und es ist halt irgendwie. Damals war es halt irgendwie zum Provozieren und zum Gucken, was damit passiert. Aber wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ich habe halt gemerkt, die ganzen Sachen, die ich halt gemacht habe, bei Tagebuch geschrieben, Fotos von mir hochgeladen, meine Location hochgeladen, diese ganze Post-Privacy ist eigentlich eher da, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Es ist eigentlich nur egal, ob es die anderen lesen oder so. Es ist halt. Irgendwie spannend, dass man sich damit einfach selbst beschäftigt und man rückt sich damit selbst auch in den Lebensmittelpunkt. Und das habe ich jetzt erst irgendwie so, dank der letzten beiden Jahre, erst so richtig so gelernt und ich habe halt gemerkt, warum eigentlich? Das bringt doch eigentlich überhaupt nichts mehr und deshalb habe ich mir gedacht, hey, du, und zwar scheiße drauf, irgendwann löscht das Ganze und jetzt machst du halt was gemeinsam mit. Also nicht mehr mit sich selbst beschäftigen, sondern dass wir uns alle gemeinsam beschäftigen. Kommen wir auch zu meiner App, gemeinsam. Das Logo kennt ihr bestimmt schon, da sind irgendwie zwei Köpfe auf einer Person drauf. So, was ist gemeinsam? Ich sage immer, gemeinsam ist ein Real-Life-Social-Network. Und ich sage auch mal gerne, das ist das erste Real-Life-Social-Network. Also halt Real-Life, irgendwie Social-Network ist halt irgendwie, also es ist halt, also halt im richtigen Leben und es ist halt Social-Network, ist halt etwas im Internet. Und es ist ein Hobbyprojekt von mir und es begann im Februar 2012 und es begann alles mit Kuscheltieren. Also hat meine Frau, die ist halt so ein bisschen künstlerisch aktiv und hat halt damals so eine irgendwie Kuscheltiere gemacht. Die sind halt alles so Unikate gewesen, die haben alle eigene Namen. Und ich dachte mir so, kannst du bestimmt irgendwas mitmachen, irgendwas mit Internet, irgendwas mit Computer und so, kannst du sie unterstützen. Und habe ich mir halt überlegt, kannst du vielleicht eine App programmieren?
die du halt mit auslieferst mit den Kuscheltieren und die App sozusagen sagt halt, du musst dich, also halt sozusagen die ganzen Kuscheltiere müssen sich untereinander irgendwie treffen, um halt soziale Punkte zu sammeln. Manchmal halt überlegt, okay, Kuscheltiere sollen sich untereinander treffen und dann so spielerisch, also Punkte sammeln, sogar soziale Punkte sammeln, hey, das kann man doch auch mit richtigen Menschen machen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann machen wir halt gemeinsam nicht nur aber für Kuscheltiere, sondern gemeinsam mit richtigen Menschen. Genau, kurz beschrieben ist gemeinsam so, Menschen treffen sich real und bestätigen es digital. Das ist so der Hauptpunkt in einem Satz. Mittlerweile ist dieses Projekt gesupportet bei der Firma, bei der ich arbeite. Die haben mir ein bisschen Geld gegeben für die Android-App-Entwicklung. Vielleicht kriege ich sie auch noch dazu, ein bisschen Geld zu bekommen für die iPhone-Entwicklung, weil die iPhone-Entwicklung ist halt ein bisschen teurer. Die Android-Entwicklung 3.000 € ungefähr so rum, aber die iPhone-Entwicklung, da wollen sie 10.000 € von mir haben. Und ich weiß noch nicht ganz so, ob ich das halt hinkriege. Also ich bin ganz irgendwie stolz drauf, weil und zwar wir haben das halt hier in der Seabase auch so gemeinsam getestet und wir haben es halt hier auch gemeinsam released. Da hinten steht übrigens sogar der Seven hinter der Technik, der ist einer der größten Supporter von gemeinsam gewesen. Der ist, glaube ich, der erste gewesen, der 100 Real-Life-Freunde hier gesammelt hatte. Gut, ich würde gerne mal, also halt sozusagen, also halt an einem einzelnen Use Case würde ich das gerne mal so ein bisschen durchspielen, wie gemeinsam funktioniert. Ich habe hier links den Mr. Post, nicht zu verwechseln mit Mr. Post, okay, gut. Und rechts ist die Miss Privacy. Also, wir können uns vorstellen, die beiden sitzen dort an der Seaways Bar und trinken ein Blaubeerbier. Okay. Und okay, jetzt haben sie beide mit irgendwie Foursquare eingecheckt. Hey, ich bin hier in der Seabase, toll. Und der Mr. Post hat das auch eingecheckt, aber irgendwie kennen sie sich halt noch nicht, die beiden. Und jetzt denken sie, hey Mann, da gibt es doch irgendwie so ein Real Life, irgendwie Social Network. Hey, gemeinsam, lass uns doch mal den anderen fragen, ob wir nicht was gemeinsam machen wollen. Genau. Wie funktioniert jetzt gemeinsam, wenn sie jetzt gemeinsam machen wollen? Der Mr. Post, der geht auf gemeinsam.de und loggt sich da ein und bekommt einen QR-Code. Und die Miss Privacy, die irgendwie hat halt ein iPhone, lädt sich also erst einen QR-Code-Scanner runter und irgendwie scannt dann jetzt diesen Code und bestätigt mit Twitter oder Facebook-OAuth, dass sie also sich getroffen haben. Und schon haben sie eine Gemeinsamkeit, sie können der Gemeinsamkeit auch noch einen Namen geben. Und wenn alles gut läuft, dann ist das, was passieren soll. Das ist also halt auch das Logo von gemeinsam. Gut, haben es alle verstanden bis dahin, oder? Gut. Genau. Es gibt jetzt seit ungefähr 2, 3 Monaten eine Android-App von gemeinsam und es gibt eine Web-App. Ich würde euch also halt gerne mal über die Web-App ein bisschen vorstellen. Genau. Genau, und zwar das linke Logo hier unten, also halt das Logo von den beiden gemeinsamen Männchen, da kommt man auf die letzte Gemeinsamkeit sozusagen, bei der man halt dabei ist. Genau, ich bin jetzt hier gerade bei der Spackerjade gemeinsam Session. Ich weiß nicht, habt ihr alle schon gescannt? Ansonsten könnt ihr gerne nochmal scannen. Momentan dabei sind die Toxoplasmöse, Mr. Stief, gemeinsam, Joel, der Horax, Sorakisten, de Bär und der ZNEP 82. Der war gestern schon, dem habe ich aus Versehen gestern schon den Code gegeben. Das heißt, der hat beschissen. Aber das Gute ist, bei gemeinsam bescheißt man, wenn, dann nur gemeinsam. Genau. Und übrigens, gemeinsam bescheißen ist also halt erlaubt. Also man kann ruhig mal einen Screenshot machen und mal jemand anders schicken, weil man macht es ja irgendwas gemeinsam. Das ist ja nicht, dass man alleine irgendwie jetzt. Wir haben Erfahrungen drin, genau. Genau, also links oben, mein Name gemeinsam, rechts oben geht es zum Google Play Market. Oben ist nochmal der Name von der Gemeinsamkeit. Dieses kleine Icon habe ich gerade bei dem Horax gesehen. Als Reload-Icon kann man fast nicht erkennen, zum Draufdrücken. Da ist die Uhrzeit der Gemeinsamkeit, also halt 11 Uhr, wenn man sieht. Hat heute gut geklappt. Genau, dann ist der QR-Code, das zentrale sozusagen verbindende Element, könnte man fast sagen. Und hier unten ist noch ein Eingabefeld, gebe hier einen Kommentar ab. Da kann man dann was reinschreiben. Wenn ich jetzt hier mal reinschreibe, hallo, dann bekommen alle, die Android-App haben, bekommen eine Benachrichtigung. Gut, dann haben wir hier noch ein zweites Logo. Ich weiß nicht, die meisten Leute sagen, es sieht aus wie eine Schildkröte. Aber es ist keine Schildkröte, es ist die Weltkugel, wo oben drauf kleine gemeinsame Männchen sind. Ich klicke mal auf die Schildkröte drauf.
Und jetzt sieht man hier über die Timeline von allen Gemeinsamkeiten, die halt gerade so weltweit abgehen. genau, also es wird momentan nur sogar Berlin weit, kleines bisschen Nürnberg habe ich auch schon ein paar Leute, München habe ich auch schon ein paar, aber es ist halt noch nicht so richtig eingeschlagen. Genau, also das sieht man nochmal heute, das ist unsere Gemeinsamkeit. Heute Morgen habe ich mit meiner Liebsten gefrühstückt. Ups. Russland? Wo siehst du irgendwas Russland? Ja. Russland checken. Wir haben auf Arbeit haben wir Russland deployed und mussten wir dann checken, ob es funktioniert. Ups. genau. Keine Ahnung, wir sind auch noch so ein paar andere. Achso, okay. Man sieht auch zum Beispiel an der Gemeinsamkeit von gestern, an der Spackerjade vom Samstag, sieht man auch Bilder. Man kann auch Bilder hochladen zu gemeinsam. Und also Bilder kann man aber halt nur hochladen, wenn man die Android-App hat. Also sieht man hier, glaube ich, gestern den Vortrag von Tsai, wie er den gehalten hat. Genau. Gut, dann gucken wir nochmal unten auf die Menüleiste, unten das Plus. Damit kann man neue Gemeinheiten also halt anlegen. Oder also halt sozusagen, wenn man die Android-App hat, kann man die Gemeinheit scannen. Ah nee, halt schon Gemeinsamkeit, keine Gemeinheit, sorry. dann haben wir hier noch eine Medaille. Ja, dahinter verbirgt sich so dieser spielerische Aspekt von gemeinsam. Weil das Ganze ist halt auch ein Spiel. Das heißt, wenn man Leute trifft, dann bekommt man Punkte. Und hier kann man so ein bisschen zeigen, dass man der Beste ist und der Sozialste und die tollsten Freunde hat und was weiß ich, was alles. Momentan Icke, gefolgt von Seven und von Pylon und meiner Frau. Ja, die Barbots halt. die Barbots sind die Sozialsten natürlich immer. Gut, dann gibt es ein eigenes Profil, aber zu dem Profil, also kommen wir später nochmal kurz, ich kann es mal kurz draufklicken, aber bei mir dauert es gerade vielleicht ein bisschen zu lange, schauen wir mal. Nee, geht, genau. Hier oben sieht man Gottes als Avatar-Logo von Twitter oder Facebook, wo man halt gerade eingeloggt ist. Und dann hier unten nur die Freunde. Und dann auch die Anzahl der Treffen hier und diesen Balken. Diesen Balken kann ich nochmal kurz erklären. Vielleicht gehe ich da mal zurück auf die Folie. Genau, und zwar hat gemeinsam hat ein weiteres Konzept, und zwar der Freundschaft. Und Freundschaft hat eine Halbwertszeit. Also ich habe mich da, achso. Die Freundschaft ist genau dieser Balken da oben, dieses Grüne und Rot. Und wenn man sich gerade getroffen hat, dann ist der Balken halt komplett grün. Und wenn man sich halt lange nicht mehr gesehen hat, dann wird der Balken von grün, wird er immer ein bisschen röter. Und ich habe mich da einem Prozess bedient aus der Natur, das ist der radioaktive Zerfall. Das heißt, Freundschaft zerfällt wie die Atome mit der Zeit. Und die Halbwertszeit ist ja die Zeit, in der sozusagen spaltbare Material sozusagen um die Hälfte abnimmt. Das heißt, wenn jetzt sozusagen dieser ganz grüne Balken 10 Punkte bedeuten würde, dann hätten wir nach der Halbwertszeit nur noch 5 Punkte. Die Halbwertszeit zwischen Cosma, der hat das Good Design gemacht, ist 22 Tage. Wir haben uns 7 Mal gesehen, zuletzt beim Schuhvergleich. Cosma trägt immer so bunte Schuhe und ich habe mir dann also ein bisschen anstecken lassen, habe mir dann auch mal bunte Schuhe gekauft und haben wir halt mal Schuhe verglichen. genau. Man kann sich dann die Gemeinsamkeiten angucken zwischen den beiden Personen, man kann sich das Discord-Profil, man kann antwittern, man kann auch die Freundschaft und zwar einseitig kündigen nur. Das heißt sozusagen, ich kann die Freundschaft zu ihm von mir aus kündigen. Gut, schön und gut. Also was passiert eigentlich, wenn dieser Freundschaftsbalken da oben abgelaufen ist? Okay, da muss man sich eigentlich mal wieder um die Freundschaft kümmern und deswegen habe ich da so eine kleine Fiesigkeit eingebaut in die Android-App. Von der hat der Clemens letztens also ganz böse Gebrauch machen müssen. Er hat gesehen, dass er seine ganze Notification-Bar war halt irgendwie voll gespammt mit, hey, hier, du musst mal wieder deine Freundschaften pflegen. Gut, dann können wir noch mal kurz zusammenfassen, und zwar welche gemeinsame Daten haben wir. Also wer trifft wen? Warum? Warum ist der Titel nochmal von der Gemeinsamkeit? Dann kann man dazu Kommentare haben wir dazu. Und wir haben auch Bilder. Und dann wissen wir auch nochmal wann. Und also in Zukunft möchte ich gerne in die Android-App, möchte ich gerne, also hat ein bisschen GPS einbauen und möchte gerne die Location von der Gemeinsamkeit speichern, um auch Gemeinsamkeiten in der Nähe zu finden und um auch dieses Bescheißen eventuell mal in Zukunft irgendwann abzustellen.
Ja, das habe ich versucht, aber es ist halt immer nervig, weil dann immer so ein Pop-up hochkommt, möchten sie die Location speichern und dann machst du einmal nein und dann kriegst du es nie wieder und so. Sogar die Technik steht halt immer im Wege. Genau. Und man hat auch noch das, wie oft und wie regelmäßig. Also halt im Endeffekt haben wir echt eine ganz schöne Menge Realdaten. Wenn wir uns mal angucken, das sind ja wirklich Realdaten, die man halt so hat, also die man sammelt von Menschen und ihren Freunden, wann sich treffen, mit wem sich treffen, wie oft sie die Freundschaften pflegen. Da steckt schon ganz schön was dahinter. Da können wir nachher nochmal drüber reden, was das vielleicht bedeutet. Gut. Genau, und also man kann diese Daten auch über eine API sich anschauen. Ich weiß nicht, ich kann einmal kurz ein technisches Dokument aufmachen. Genau, hier sieht man nochmal kurz so ein bisschen, wie das halt intern beschrieben ist. Es gibt halt Events und es gibt User, Meetings, relativ einfach beschrieben. Und dann kann man einfach, also halt jetzt auch schon, wenn man anfangen will, könnte man jetzt einfach auch schon dann verschiedene Requests machen, Service, Events, ID, Next, bla bla bla. Aber das ist alles ein bisschen technisch, das müssen wir hier nicht besprechen. Ich will damit nur zeigen, dass man sozusagen die ganzen Daten über eine API abrufen kann. Genau, die Android-App benutzt übrigens auch diese API und es hat auch ein offenes API, man braucht dafür keinen Key oder irgendetwas Besonderes. Genau, was steckt nochmal kurz hinter gemeinsam so als Vision? Es ist halt ein spielerisches Post-Privacy-Tool und zum einen halt sozusagen für einen selber, um halt zum Beispiel die Freundschaften dort zu pflegen, könnte man das halt benutzen, weil und zwar den habe ich jetzt schon lange nicht mehr getroffen, ist halt so eine kleine Erinnerung, hey, den musst du doch mal wieder treffen. Aber eigentlich ist ja, ein ganz, ganz großer Punkt ist dieses irgendwie Social Show-off. Wer hat die meisten Freunde, die tollsten Freunde, wer pflegt am meisten die Freundschaften und ganz, ganz wichtig, Punkte, 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 Punkte. Also ich habe mir auch noch so einen kleinen Werbespruch ausgedacht, also wenn man irgendwann, wenn man so eine kleine Werbung macht, dann würde ich hinschreien, irgendwie gemeinsam, ist alles schöner. Gut, jetzt haben wir sozusagen gemeinsam angeguckt. Hat noch jemand Fragen zu gemeinsam selber zu der Technik, bevor wir jetzt so ein bisschen in die ganzen Privacy-Sachen kommen? Hallo, jo. Ganz kurze Frage, ist es möglich, diese OAuth auch zu widerrufen? Also wenn ich mich mal mit meinem Twitter-Account eingeloggt habe, aber dann feststelle, das war der falsche, gibt es da irgendeine Möglichkeit, den dann wieder zu löschen aus der Web-App? Du kannst dich ausloggen, aber du kannst es nicht löschen. Das ist die letzte Folie, aber da komme ich dann gerne nochmal auf dich zurück. Ja? Gut, hat noch jemand anders Fragen zu der Funktionsweise von gemeinsam? Oder kann ich dann mal, genau. Weil wir sind ja hier auf einer Konferenz, die sich mit Privatheit und fast Privatheit beschäftigt. Und wir haben gerade überhaupt nicht gesehen, ob es da irgendwelche Privacy-Settings gibt oder so. Und ich möchte mit euch gerne mal erörtern, wie die Einstellungen dieser ganzen Privacy-Settings bei dieser App sind. Nochmal kurz das Beispiel gerade. Mr. Post und Miss Privacy sitzen an der Bar. Und es geht jetzt um die Frage, ist die Gemeinsamkeit, die die gerade hatten, ist die öffentlich oder ist sie privat? Mal angenommen, Mr. Post hätte jetzt sozusagen die Settings, er möchte halt sozusagen, dass alles, was halt irgendwie er macht, soll halt öffentlich sein. Soll gerade im Internet findbar sein. Und sie möchte gerne, dass halt alles so ein bisschen nur geheim ist, nur für sie und so. Aber was machen wir jetzt? Wir haben ja eigentlich einen kleinen Clash. Und zwar die Frage ist, ist die Gemeinsamkeit öffentlich? Also man könnte jetzt zwei verschiedene Regeln anfangen. Und zwar die erste Regel wäre sozusagen, wir machen diese Gemeinsamkeit privat, weil halt ein Teilnehmer gesagt hat, er möchte gerne, dass Gemeinsamkeiten privat sind. Das widerspricht aber dann der Regel von Mr. Post. Eine andere Variante wäre halt, wir machen sie halt öffentlich. Wenn einer halt gesagt hat, er möchte halt irgendwie öffentlich sein. Das widerspricht aber die Regel sogar von Mr. Privat. Tja, wir haben jetzt echt ein Problem. Habt ihr Lösungsvorschläge, was wir also halt jetzt mit den Gemeinsamkeiten machen? Machen wir sie jetzt öffentlich, nicht öffentlich, wenn die Privacy-Settings von dem einen so oder so sind? Okay. Das stimmt halt schon, aber die Lösung wäre, es gibt halt keine individuellen, also halt sozusagen Privacy-Settings. Und da haben wir wieder zwei Varianten. Die erste wäre halt Privatheit verbieten, so wie du das gesagt hast. Und die andere wäre halt sozusagen, wir machen halt alles privat. Aber alles privat, wozu posten was dann ins Internet? Können wir dann überhaupt noch ein Spiel draus machen? Man könnte es gar nicht mehr twittern. Das heißt also wirklich, die Lösung ist, wir verbieten einfach, dass Gemeinsamkeiten privat sein können. Ne? Also ansonsten kommen wir ja in Schwierigkeiten. Genau, dann kommen wir zur Timeline. Genau, wo die Timeline
Meine Timeline habe ich euch gerade gezeigt. Ich kann nochmal kurz hingehen. Oh. genau. Und zwar hier oben sind halt die Freunde in der Timeline, die Anzahl der Treffen. Und hier unten drin finden wir, und zwar die Timeline meiner letzten Gemeinsamkeiten. So, genau. Hier sind zum Beispiel meine letzten Gemeinsamkeiten. Frühstück, Spaghetti, Samstag, alles Mögliche. Und jetzt könnte man sich doch überlegen, hey, dann lass uns doch wenigstens dieses Profil privat machen. Ich wollte erstmal kurz irgendwie denken, ob das möglich ist, ob das nicht möglich ist, oder ich kann ja mal gucken, kann euch ja mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Genau, und zwar zum Beispiel soll das Profil von Mr. Post soll sozusagen öffentlich sein und das Profil von Miss Private, sie soll halt privat sein. Jetzt haben wir aber halt eine Schwierigkeit. Und zwar die öffentliche Gemeinsamkeit steht halt bei Mr. Post in diesem Profil drin. Man kann sozusagen indirekt sozusagen dann wieder, und zwar ihre Gemeinsamkeiten zusammenbauen. Ja, das heißt, und zwar die Privatheit von den Profilen ist halt abhängig von den Privacy-Einstellungen der anderen. Und ich könnte sozusagen alle Profile könnte ich halt einlesen, zum Beispiel durch die API. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz, privates Profil ist nicht privat. Gut, das heißt, also halt meine Lösung ist halt auch hier, das heißt, wir machen halt alle Profile auch öffentlich. Weil nämlich, wenn wir sie nämlich privat machen würden, dann hätten wir nämlich so etwas wie Pseudo-Privacy. Und das ist jetzt eigentlich also mein Kernpunkt von meinem Vortrag hier irgendwie so ein bisschen. Genau, und zwar, was ist denn Pseudo-Privacy? Pseudo-Privacy ist für mich unser Vorgaukeln von Privatheit, die technisch überhaupt nicht möglich ist. Das heißt sozusagen, ich kann halt sagen, Achtung, mein Profil ist halt privat, aber eigentlich könnte ich ja das Profil auslesen über alle anderen und über eine API würde ich ja trotzdem alles rausfinden. Das Schwierige ist, und zwar du gibst den Leuten ein also ganz, ganz schlimmes Sicherheitsgefühl, obwohl die eine Sicherheit überhaupt nicht da ist. Und ich möchte gerne diesen Begriff Pseudo-Privacy noch ein bisschen weiter auf über die Spitze treiben, und zwar indem ich sage, eigentlich gehört das alles privat, was man im Internet postet. Alles ist halt nur irgendwie Pseudo-Privat. Schlucken da einige oder? Nö. Okay, bin ich auf der richtigen Veranstaltung hier. Nur für mich ist das, was ich den ganzen Freunden, mit denen ich halt immer rede über Post-Privacy und so, denen sage ich immer, Achtung, eure Privacy-Settings greifen immer vor dem Posten. Nicht sozusagen irgendwelche Einstellungen einstellen, dass halt irgendwas privat ist, bei Facebook, hier mein Profil ist privat. Nein, es muss halt gut im Kopf stattfinden, bevor ich irgendetwas ins Internet stelle, muss ich wissen, das ist privat oder ist es nicht privat. Es gibt im Internet nur sogenannte Pseudo-Privacy. Das ist mein Ansatzpunkt. Widerspricht mir da jemand oder? Gut, okay, wir hatten also halt jetzt die Privacy-Einstellung von Gemeinsamkeiten und wir hatten nur die Privacy-Einstellung von den Profilen. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu deinem Punkt gerade. Hallo? Genau. Dein Punkt war, ob man sich ausloggen kann und ob man sozusagen seine Daten löschen kann. Jetzt ist die Frage, wenn wir eine Gemeinsamkeit und zwar zwischen dir und zwischen mir hatten und du willst dich jetzt ausloggen, willst du mir dann meine also halt Erinnerung klauen, dass ich dich getroffen habe? Das, wenn man mal einen Fehler macht, sozusagen, sich mit einem falschen Twitter-Account einloggt und dann möchte man aber in Zukunft mit einem anderen sich einloggen. Achso, klar, also da gibt es unten eine Logout-Funktion, ganz, ganz unten. Sorry. Haben wir uns falsch verstanden? Ja, das Problem war, das ist auch ein bisschen her, ich habe tatsächlich dann, da wenn ich mich dann wieder eingeloggt habe, kam aber wieder genau der Twitter-Account. Ja, du musst dich auch bei Twitter ausloggen. Sorry, dann war die Frage unqualifiziert. Nee, war okay. Okay, das heißt also halt, kann ich meinen Account löschen lassen? Also nein, das geht halt nicht, weil, und zwar, die Daten sind halt nicht nur öffentlich, sondern die Daten gehören halt auch allen gemeinsam, weil ich kann ja den anderen nicht die Erinnerung klauen, und zwar daran sozusagen, dass ich sie halt getroffen habe. Gut, dann kann man noch kurz da zusammenfassen. Also halt die Gemeinsamkeiten sind öffentlich, alle Profile sind öffentlich wegen der Pseudo-Privacy, dann alle Daten gehören allen gemeinsam. Schlussfolgere ich daraus, gemeinsam ist eine Post-Privacy-App. So, jetzt müssen wir aber nur noch eins machen. Wir müssen die Benutzer aufmerksam machen darauf, dass das eine Post-Privacy-App ist. Und ich habe halt irgendwie über die, also die Google-Bildersuche habe ich halt gesucht dann nach einem Post-Privacy-Logo, aber wir können es gerne nochmal live machen. Und so, ich gebe jetzt hier mal den Begriff
Post Privacy. Schreibt man mit Leerzeichen, oder? Das ist anerkannt mittlerweile. Prima Leben, heller. So, und jetzt klicke ich hier mal auf Bilder. Und was bekomme ich? Okay. Okay, Plom. Plom, dann nochmal das Buch. Also halt ein Seemann. Und die Schwangeren braucht meine Frau. Gut. Es ist halt irgendwie, es gibt halt kein Logo, was man irgendwie dran kleben kann. Ich kann aber nochmal hier, die Größen kann man ja auch nochmal festlegen. Vielleicht gibt es so Clip. Ja, aber Spackeria-Logo kannst du ja nicht benutzen für Post-Privacy. Weil die Spackeria ist ja garantiert jetzt nicht, sozusagen, möchte ja nicht sozusagen nur mit dem Post-Privacy-Gedanken adaptiert werden oder erkannt werden, oder? Oder seht ihr das falsch? Möchtet ihr gerne, da ist euer Spackeria-Logo, was übrigens, wie ich finde, was bedeutet das? Genau. Also hat keine Bedeutung. Ja, Offenheit, wo ist die offen? Also die ist doch kaputt, sehe ich da irgendwie, oder? Also heißt abgeschnitten, oben unten abgeschnitten. Relativ schwer. Genau, also deswegen habe ich mich halt sozusagen hingesetzt mit meiner Frau und wir haben halt überlegt, also lass uns doch mal überlegen, was kann man denn für ein Post-Privacy-Logo auf eine Post-Privacy-App kleben? Und wir haben uns das hier ausgedacht. Okay, betretenes Schweigen im Raum, genauso habe ich es erwartet. Okay. Post-Privacy kommt ja von hinaus, posaunieren, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Genau deswegen habe ich da auch also halt sozusagen dieses Megafon und dann, dass da hinten Öffentlichkeit oder sozusagen nicht, also Privates rauskommt. Aber ich weiß nicht, vielleicht können wir kurz darüber diskutieren. Was haltet ihr davon? Also erstmal finde ich super, dass du das versuchst, weil mir ist das auch schon mal aufgefallen und ich mag das Spackeria-Logo auch nicht. Ich glaube, da du das Logo erklären musstest, funktioniert es nicht. Okay. So. Und ich glaube auch, dass ein Post-Privacy-Logo nicht nur, es geht ja nicht nur ums Herausposaunen, es geht bei Post-Privacy ja auch darum, dass du nicht posaunst, sondern posaunt wirst und Dinge über dich veröffentlichst, ohne es zu wissen. Also es ist ja nicht nur der vorgeworfene Exhibitionismus, dass du halt Dinge von dir postest, sondern einfach, dass Daten von dir im Netz landen. Und das ist, glaube ich, schwieriger an ein Logo zu fassen, aber auch ein ganz essentieller Punkt davon. Okay, aber halt so, ich habe bloß einen Vorschlag, aber ich werde jetzt erstmal dieses Logo irgendwie oben draufkleben, also halt, um die User so ein bisschen davor zu warnen, jetzt hier bei gemeinsam irgendwelche privaten Sachen reinzustellen. Hab auch schon irgendwelche perversen Sachen drin gehabt, die musste ich dann halt rauslöschen, weil sie dann nicht wussten, dass das also halt sozusagen für alle sichtbar ist. Okay, also ich muss das ja rauslöschen. Deshalb kann ich jetzt ja nicht sagen. So, gut. Ich würde mal gerne ein paar Fragen in den Raum also werfen. Wir haben ja vorhin gesehen, welche sozusagen Daten hat halt gemeinsam, also halt diese ganzen realen Daten, Freunde, wer trifft wen, wann, wo, warum. Und das ist ja doch schon ein relativ großer Social Graph. Und das ist ja ein realer Social Graph. Und dann ist die Frage, kommt von dir, Tante, sozusagen, welches Bedrohungspotenzial steckt eigentlich hinter so einem großen Social Graph? Und das Motto heißt, öffentliche Daten nützen. Schon kann man die gemeinsamen Daten für irgendetwas öffentlich nützen. Aha. Hat jemand Angst vor dem großen Social Graph, der also entstehen könnte bei gemeinsam? Noch sehr beruhigt. Okay. Hi. Also, hört man mich? Ja, ne? Also ich finde den erstmal nicht so bedrohlich, weil ich mir das ja sehr genau aussuche, was ich öffentlich mache. Ich muss erstmal sagen, ich will das jetzt machen. Und ich meine, ja, es ist verlockend, Pünktchen zu bekommen, aber so verlockend auch nicht. Schwieriger finde ich das im Nachhinein, also ich habe das in meinem erweiterten Freundeskreis oft festgestellt, dass Leute ihre Ansichten ganz massiv ändern können. Mhm. Und quasi, dass man dann im Nachhinein seine Jugendsünden auf ewig öffentlich hat und dann können alle nachgucken, ja, aber du warst doch vor 10 Jahren, warst du da und da und da. So ein bisschen wie die grünen Mitglieder, die dann irgendwie versuchen, ihre KBW-Vergangenheit so ein bisschen in den Teppich zu kehren. Dass das ein bisschen schwierig werden könnte. Das ist aber, glaube ich, eine allgemeine Frage von der Post-Privacy sozusagen. Was mache ich mit Daten, die halt 5, 6, 7 Jahre zurück sind? Ja. Wie gehe ich damit halt um? Ja, genau. Okay.
es trifft ja hier genauso zu. Genau. Mhm. Hat jemand eine gute Idee, wie man diese Daten nutzen könnte? Vielleicht ist ja die Werbefraktion anwesend, Horax. Vielleicht könnt ihr diese Daten irgendwie benutzen? Ja, okay. Also wie würdet ihr denn diese Daten nutzen, wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, wir hätten jetzt hier so eine Million gemeinsamen User, Freundschaften, Real-Life-Freundschaften und so. Aber es könnte damit nur die Werbeindustrie anfangen. Ja, was könnte die... Was an? Ja. Was könnte die Werbeindustrie damit anfangen? Du hast erstmal die Konnektion, also das Soziale natürlich. Du weißt, wer wen kennt. Und du kannst die Treffen kategorisieren, was da gewesen ist. Du kannst da eine Taxonomie hinterlegen und du könntest, wenn du es dann hast, diese Lokationen, von denen du sprichst, natürlich auch noch benutzen, Örtlichkeiten. Und das, was an Kommentaren beispielsweise eingegeben wird, ne, könntest du verwenden, semantisch auswerten. Aber du würdest das doch auch nicht irgendwie negativ benutzen, sondern eigentlich auch nur, um halt zielgerichtetere Werbung zu machen. Hier, Achtung, deine Real-Life-Freunde mögen die Seabase, geh doch mal in die Seabase. Ja, aber du weißt, dass, sag ich mal, von 90% oder noch mehr zielgerichtete Werbung schon als böse an sich angesehen wird. Ne? Leider. Gut, habt ihr noch Fragen oder... Dann würde ich mich gerne bedanken für die Aufmerksamkeit und nochmal so ein kleines Bild zeigen, was mir erst später schon aufmerksam geworden ist. Und zwar zum gemeinsamen Release kam halt der Elektropunk hier an und trug halt selber dieses Logo. Und dann ist mir aufgefallen, sag mal, das kennst du doch irgendwoher, dieses Logo. Das ist doch dieser komische Sephiroth Beeblebrox aus Gruppe Anhalter durch die Galaxis. Okay, Dankeschön. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann spricht das Leitmedium über Beziehungen.